Liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist mir ein Anliegen, euch heute das Beispiel eines Justizirrtums näher zu bringen, der mich zutiefst bewegt und wo ich davon ausgehe, dass dieses Fehlurteil es wert ist, an die Öffentlichkeit gebracht zu werden, um in Zukunft solche Fehlentscheidungen zu verhindern. Eine 80-jährige Grazerin ist in einer Situation, dass sie nicht in ein Pflegeheim will, sondern zu Hause weiter betreut werden möchte. Aus diesem Grunde hat sie über ein Inserat eine Familie gefunden, die bereit war, sie praktisch rund um die Uhr zu betreuen. Sie hat nämlich erklärt, dass jene Person, die sie am Schluss ihres Lebens betreut, auch später alles erben soll. In diesem Sinne wurde auch bei einem Notar in Leibnitz ein Testament errichtet mit drei Zeugen, wo der Notar zum Schluss gekommen ist, dass sie sehr wohl testierfähig gewesen ist. Das heißt also, dass sie aufgrund ihres Zustandes sehr wohl in der Lage war, richtige Entscheidungen aus ihrer Sicht für die Erbfolge zu treffen. Sie ist nach 5-jähriger Betreuung durch das Ehepaar schließlich in Graz gestorben und wurde anschließend durch das Bezirksgericht Graz-West der Nachlass den Ehegatten eingeantwortet. Dieses Gericht hat das Testament des Notars für rechtswirksam erklärt. Das Haus, das sie selbst errichtet hat, ist sogar im Grundbuch eingetragen worden. In der Folge hat der Ziehbruder der Verstorbenen die Herausgabe des Nachlasses beim Landesgericht für ZS Graz eingeklagt, mit der Behauptung, dass das Testament beim Notar in Leibnitz ungültig sei, während er ein älteres, rechtsgültiges Testament hat. Bei diesem Gerichtsverfahren wurde eine Gutachterin bestellt, eine Frau Dr. Körner aus Graz, die in ihrem Gutachten zum Schluss kommt, dass die Verstorbene nicht mehr rechtswirksam testieren konnte, weil sie aufgrund ihres Geisteszustandes dazu nicht mehr in der Lage war. Dies widerspricht eindeutig den Aussagen der Psychiaterin, die die Verstorbene jahrelang begleitet hat, den Aussagen des Notars, den Aussagen der drei Zeugen und weiteren Aussagen wie meiner Zeugenaussage und der Aussage einer vertrauten Person, die auch sehr glaubwürdig ist. Also, der Richter hat dann aufgrund dieses Gutachtens die Herausgabe durch Urteil erkannt, sodass die Familie, die die Verstorbene betreut hat, mit leeren Händen da gestanden ist. Der Berufung wurde vom Oberlandesgericht Graz auch nicht Folge gegeben, wobei dieses Gericht es nicht einmal der Mühe wert gefunden hat, die Zeugen in einer so heiklen Beweisfrage neu zu befragen. Schlussendlich hat das Ehepaar dann vertreten durch einen Anwalt mit einer hervorragenden außerordentlichen Revision dieses Urteil bekämpft, worauf der oberste Gerichtshof sich mit dieser so wichtigen Frage für die Fragen des Erbens, des Verlassrechtes, also der oberste Gerichtshof hat sich nicht auseinandergesetzt mit der Grundsatzproblematik und hat in einer 15-zeiligen Begründung einfach das Begehren in dieser außerordentlichen Revision abgeschmettert, ohne dass auf die einzelnen Punkte und Argumente eingegangen wurde. Fest steht somit, dass die Familie heute nach 5-jähriger
rund um die Uhr Pflegebetreuung mit leeren Händen dasteht und andererseits weit mehr als 50.000 Euro Schulden aufweist und damit am Rande der Existenzkrise sich befindet. Mit diesem Urteil wurde der Rechtsstaat in Frage gestellt und schreit diese Ungerechtigkeit zum Himmel. Die 50.000 Euro Schulden und mehr sind ausschließlich durch die hohen Prozess- und Anwaltskosten entstanden.